Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Brovos Classic Projekt auf der Brovos Map. So, und ja, nach gestern hat es irgendwie Tire Farm doch noch geschafft, den Anhänger hier abzuräumen. Das heißt, wir müssen hier erstmal ein bisschen aufräumen. Das heißt, erstmal die Ballen hier wieder draufladen, beziehungsweise wir könnten ja... Da hinten liegt schon Ballen drin. Und dann würde ich sagen, wir... Alter, warum ist hier 5 km/h? Wir verladen die Ballen einfach direkt von da, wo sie liegen. Da brauchen wir nicht extra nochmal... Ups. Nicht nochmal extra hier die aufladen. Das wäre ja wahrscheinlich einfach nur doof. So, richtig nices Projekt. Hat erst diese Woche gestartet. Und zwar hier wirklich nur mit Oldtimern, beziehungsweise klassischen Fahrzeugen. Den Johnny, den können wir auch mal. Haben wir eigentlich die Silage fertig gemacht damals? So, Ballenspieße. Ah, hier. Das muss ich sagen, das ist ein richtig schönes Fahrzeug. Der FOB 8340. Er ist ein Fahrzeug, damit kann man was anfangen. Also ich bin, von dem hier bin ich richtig begeistert. Wir hatten, glaube ich, gesagt, wir ballern die hier rein. Weil hier kommen ja auch die, die Tiere hin. Trotzdem hätte ich die natürlich alle gern ein bisschen schöner gestapelt. Ey, wir legen hier Skills an den Tag, das gibt's gar nicht. So, ich hatte es letzte Woche im Ammergauer Guten Morgen Livestream. Ammergauer Alpen Guten Morgen Livestream. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir die Ballen nicht zu sehr quetschen. Sonst könnte es sein, dass die durch die Gegend backen. Und das wollen wir eigentlich natürlich nicht. Der Ford hier, der hört sich richtig satt. Der ist aber auch schon wieder fast ein bisschen zu alt. Zu jung, meine ich. Ich habe mal geschaut. Der ist eventuell 93er Baujahr. Der ist eigentlich fast ein bisschen zu jung. Aber er passt halt doch gut hier als leistungsstarker Traktor rein in das Projekt. Deshalb wird man den natürlich auch nicht rausnehmen. So, wir werden hier übrigens alles selber machen.
Das heißt, wir müssen hier auch wir müssen hier auch den Dünger holen. Ah, geht doch noch höher. Ey, Glück gehabt. So, diese Woche ist richtig was angesagt auf meinem Kanal. Wir haben die erste Woche seit langem mal wieder mit insgesamt, jetzt haltet euch fest, 15 Folgen in einer Woche. Zusätzlich, ja nicht vergessen, haben wir ja noch die Guten Abend Livestreams diese Woche. Das heißt, wir haben 15 Folgen Let's Plays und zusätzlich noch 4 Livestreams. Also ich knall zurzeit richtig rein für euch. Es würde mich freuen, wenn ihr mir dafür einfach mal eine kleine Resonanz da lasst. Heißt, ein Like wäre schön. Gerne auch ein Abo oder ein Abo einfach. Würde mich auch freuen. Weil wirklich, also ihr müsst mal sehen, ich knall wirklich rein. Ich mache am Tag 3 Videos oder 3 Let's Plays. Und pro Let's Play müsst ihr Minimum 1 Stunde Zeit rechnen. Ihr könnt euch vorstellen, was das alles daheim für Stress gibt. Das frisst richtig Zeit, auch wenn ihr das vielleicht so gar nicht denkt. Aber ihr müsst halt rechnen, Minimum 20 Minuten Aufnahmezeit. Plus dann nochmal so, ja, zwischen 30 und 40 Minuten Bearbeitungszeit. Das heißt Renderzeit oder, Render und Thumbnail, alles in allem, könnt ihr pro Aufnahme wirklich 1 Stunde rechnen. So viel Zeit geht dabei drauf. Und das mache ich natürlich aus Spaß, aber natürlich nicht unbedingt nur für mich. Ja, weil für mich könnte ich einfach so ein bisschen zocken. Also ihr müsst es schon so sehen, die ganze Let's Play Geschichte, die mache ich für euch. So, die Hälfte haben wir, glaube ich. Ich glaube, 4x 16 Ballen waren da drauf. Oh, nein. So ist schon mal gut. Das war auch gut. Nein! Und
So. Gut. 17 Ballen hat man, glaube ich, wirklich damals gekriegt letztes Mal. Alter, das dauert aber, bis wir hier alles aufgeräumt haben. Kommen wir heute gar nicht dazu, irgendwas Produktives zu machen. Wir könnten mal noch... Doch, warte mal. Wir könnten mal gerade schauen. Wir hatten ja noch Felder gekauft, gell? Hier, Feld 1 ist... Feld 1. Haben wir auch einen... Drescher? Wir haben keinen Drescher. Das heißt, wir kaufen mal noch einen Drescher. Jetzt ist halt die Frage, sollen wir jetzt vielleicht den Beeson Super Z056 nehmen? Den New Holland, weil den würde ich auch als klassisch bezeichnen, ja. Oder wir nehmen wirklich hier den Fortschritt. Wir schauen mal gerade, was die Arbeitsbreite betrifft. Der Fortschritt hat 4 Meter. Der Beeson hat 4,2 Meter. Und der John Deere, der New Holland hat 4 Meter. Aber der Dings da, der kostet halt zu viel. Blau. Hatten wir ja gesagt, glaube ich, dass wir probieren wollen, die Fahrzeuge in einer gewissen Farbkategorie zu behalten. Dann nehmen wir hier auch natürlich blau. Blau, blau. Weiß. Okay. So, da ist das gute Teil. Ein Drescher von Fortschritt. Alter, dass der überhaupt noch fährt. Achso, wir müssen ja hier manuell ankuppeln. Dass der überhaupt noch fährt, ist... Alter, aber hier eine fette LED-Anzeige drin. Ein Feuerlöscher dabei, das ist wichtig. Ohne Feuerlöscher würde ich den auch nicht aufs Feld schicken. Das ist wirklich eine Kanone hier. Kann man den überhaupt aufklappen? Nee. So, wo ist denn überhaupt Felle 1? Unterhalb vom Hof, okay. Also, was habe ich in der ersten Folge gesagt? Dieses Projekt entschleunigt, ja? Da hast du so viel Zeit. Also, wenn du hier nicht so viel Zeit hast, dann weißt du nicht, wo du sonst die Zeit haben solltest. Hier musst du dir sogar Zeit nehmen. Hier können wir, glaube ich, rechts rumfahren. Tuck, 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 tuck. Er tuckert hier rum. Oh, aber eine kräftige Hupe hat er. So, dann haben wir den auch gekauft, dann haben wir den jetzt schon mal im Besitz. Ich guck mal, dass ich die Ballen hier gerade noch ordentlich auf die Seite kriege. Zack. Ist halt doof, dass die zum Teil einfach schlecht umgefallen sind.
So. So, Stroh werden wir ja natürlich, sobald wir Feld 1 ernten, auch bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Weil das brauchen wir natürlich für die Kühe auch noch. Ja, darf man nicht vergessen. Na, das war ein Move, Alter. Ein richtig krasser Move war das. Aber ich muss sagen, unsere Skills sind sehr gut. Ich hoffe, das gefällt euch auch, dass es hier auch zack, zack gehen kann. Ja, nicht so. Nein, okay, wir haben jetzt nicht so viele Ballen hier von A nach B gebracht. Aber trotzdem. Ich gebe mir natürlich immer Mühe, dass es so schnell wie möglich sowas funktioniert. Und wenn es nicht so ist, dann tut es mir leid. Und warum kann ich da nicht reinfahren? So, einmal noch um die Ecke fahren. Gut, dann noch den einen Ballen auf die Seite, weil nebendran kommt natürlich dann Gras bzw. Heu oder Silage, ich habe noch keine Ahnung. Das müssen wir dann gucken. Das sehen wir dann in einer der nächsten Folgen. Damit wir relativ schnell eben auch mit den Tieren starten können. Wir wollen hier eigentlich hauptsächlich Kühe machen oder uns Kühe anschaffen. Das werden wir. Seht ihr dann in den nächsten Folgen am nächsten Montag wieder. Ja, Wochenende ist Pause. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis nächste Woche. Ciao.